ihr gezielt am Hecht vorbei angeln könnt. Nein, genau darum geht es nicht in Selektiv auf Zander. Damit ist vielmehr gemeint, wie ihr euch selektiv auf die Suche nach dem Zander machen könnt. Aber unterbrechen wir ganz kurz mal den Wurf, denn ich hatte gewechselt von einem No-Action-Shad in Pintail-Köder, kam noch kein Biss, jetzt mache ich nochmal einen Action-Köder ran, wenn dann auch nichts kommt, wechsle ich den Platz. Der Wechsel machte sich sofort bezahlt, denn prompt bekam ich einen Biss. Der erste kleine Zander. Also bleibe ich noch einen Augenblick auf diesem Platz. Ja, der Zander stand genau an einer Stelle, wo eigentlich immer ein Zander steht. Und um das jetzt noch selektiver zu befischen, diesen Platz, fische ich jetzt mal mit dem Dropshot-System. Mal gucken, ob es dann vielleicht noch effektiver zur Sache geht. Den Köder am Dropshot-System wollten die Zander nicht. Das gab mir wiederum Aufschluss über das Beißverhalten an dieser Stelle. Die Köder mussten relativ zackig über den Grund gejiggt werden und es sollte dabei ein Köder sein, der eine hochfrequente Aktion hat. Also Action-Shads mit sehr kleinen Schwanztellern. Bevor ich jedoch diesen Angelbereich wechselte, wenn ich jetzt hier nochmal die ganzen Uferkanten und auch das Freiwasser nochmal mit einem Rapfenköder absuchen, auf der Suche nach einem Rapfen, weil es geht auf Zander und auf Rapfen, das sind meine Zielfische heute und mal sehen, was kommt. Ganz wichtig, wenn ich jetzt auf Rapfen gehe, Bremse einstellen, weil die Rapfen doch ganz häufig direkt vor den Füßen beißen und dann haben sie noch die Chance, Schnur zu nehmen, dann bekommt man auch diese Fische. Im Gegensatz zum Zander, wo ich die Bremse immer ganz fest drin habe. War kein Rapfen in Laune. Versuche jetzt hier mit einem kleinen Wobbler mal als erstes einen Rapfen zu kriegen, weil ich habe hier gleich schon Rapfenbewegung gesehen. Wichtig ist, wenn man gerade so nur in meinem Fall nur ein paar Stunden Zeit hat, um auf Fischsuche zu gehen und man nicht genau weiß, ja, wo geht was ab oder wo ist Flaute angesagt, dann muss man selektiv vorgehen und da fische ich dann selektiv Plätze ab. Also ich habe jetzt angefangen an einem Platz, den ich gut kenne, wo ich auch weiß, dass hier eigentlich immer Fisch steht. Wenn hier keiner steht, dann ist das ein Barometer dafür, dass hier vielleicht an dieser Strecke gerade ein bisschen wenig Sauerstoff im Wasser ist. Also die Fische sind gerade jetzt, also jetzt, wir haben jetzt Spätsommer, sehr darauf bedacht, sauerstoffreiches Wasser zu haben und da halten sie sich auch auf. Ich habe jetzt hier einen schon bekommen. Einer sagt nichts, das ist noch kein Barometer dafür, ob jetzt die Fische hier beißen oder nicht. Ich möchte ja heute, wenn es geht, einen großen Zander oder einen großen Rapfen auch rausbekommen. Deswegen, ich habe jetzt hier den zweiten Platz gerade am Wickel. Den werde ich jetzt noch mal mit ein paar Würfen abfischen und dann aber ein paar Kilometer weiterfahren. Ich habe jetzt erstmal in der ersten Instanz nur ein paar hundert Meter gewechselt von dem einen zum anderen Platz, werde gleich aber noch viele Kilometer weiterfahren und es dann da an einer neuen Stelle probieren, wo ich ähnliche Wasserstrukturen habe, also auch schnell fließendes Wasser, Hauptstrom, Atmosphäre, sag ich mal. Also hier sind auch schon Kehrströmungen, aber es ist schon sehr hauptstromnah, wo ich fische. Und ja, wenn an dem zweiten Platz mehrere Kilometer weiter nichts los ist, dann ist da der Sauerstoff wahrscheinlich auch nicht so berauschend. Dann werde ich nochmal einen ganz anderen Angelbereich angehen und dann noch einen Buhnenbereich abfischen. Und zu guter Letzt, wenn dann da auch nichts los sein sollte, nochmal den ganzen Gewässerbereich ändern. Also ich bin jetzt hier im Tidenbereich der Elbe am Fischen. Dann werde ich auf die geschleuste Seite, also auf die tidenfreie Seite wechseln und es dort auch nochmal auf Zander und auf Rapfen probieren. Jetzt geht es erstmal weiter. Ich hoffe, es bleibt noch was hängen. Also der Anfang war schon mal ganz gut. Die ersten 10 Würfe haben den ersten Zander gebracht. Jetzt war erstmal ja, eine halbe Stunde nichts mehr.
10 Minuten gebe ich den Platz noch und dann geht's weiter. Eine zusätzliche Variante brachte mir dann auch noch am zweiten Platz einen schönen Fisch ans Band. Ich setzte einfach auf das Erfolgsmodell, mit dem ich an dieser Stelle beim letzten Mal Erfolg hatte. Oftmals ähneln diese Erfolgsköder genau dem Futterspektrum der Zander, die in diesem Bereich am Raum sind, und hier war es auch so. Richtig schöner Zander eingestiegen. Herrlicher Fisch. Diesmal habe ich eine weitere Option gewählt. Ich habe einfach einen Köder genommen, der hier an dem Platz vor ein paar Wochen mal richtig gut funktioniert hatte. Hier so ein Appleseed-Ton. Und hat geklappt. Schöner 60er. Herrlich. Ja, Sauerstoffgehalt scheint hier an der Ecke zwar zu stimmen, aber zwei Fische macht noch nicht einen Hotspot aus. Darum mache ich jetzt meinen Platzwechsel. Jetzt geht es ein paar Kilometer stromaufwärts. Mal gucken, was da los ist. Neuer Angelbereich, neuer Platz, neues Glück. Ich beginne diesen Platz jetzt hier abzufischen mit einem No-Action-Shad. 17 Gramm, schwer ist der Kopf, ist ein bisschen schwerer, aber hier ist auch ein bisschen mehr Strömung. Habe ich meinen Köder noch retten können, aber habe den größten Anfängerfehler gemacht, den man machen kann. Ich war an diesem Platz lange nicht mehr und habe gleich einen guten, also so einen neuen Köder hier raufgemacht. Da sollte man doch erstmal mit einem alten Köder probieren. Diesmal war es Glück, den Haken muss ich wieder zurückbiegen. Und dann gehe ich mal ein Stückchen weiter, weil hier vorne ist eine Abbruchkante, also die lässt sich kaum befischen. Der vierte Platz hatte es dann richtig in sich. Schon der Wollibiss signalisierte, das muss ein großer Fisch sein. Selektives Abfischen von verschiedenen Plätzen zahlt sich halt immer wieder aus. So, Freunde, ist es soweit. Oh, schöner Zander hier. Wow. Naja, 70, 80 macht er haben. Also ich denke mal schon, dass das... Ja doch. Ist auch mal gute 70. Ich messe ihn gleich einmal. Und Strecke machen hat sich wieder mal bewährt. Klasse Fisch. Yes, baby. 72 cm hat der Zander angezeigt. Das war jetzt an diesem Platz der erste Wurf. Will ich mal schnell zusehen, dass ich wieder meinen Köder ins Wasser bekomme. Vielleicht kommt ja noch ein größerer. Jetzt kommt mal ein kleiner Zwischenstand der Köder, die jetzt bis jetzt erfolgreich waren. Gut zu sehen ist, alle Modelle haben eine semi-schnelle Aktion. Also die machen schon Action unter Wasser, aber nicht so viel. Die haben kleine Schwanzteller.
Das mögen anscheinend die Zander heute bei dem gejigten Köder. Fangen wir mal an. Dieser Longhorn-Shad hier in der Farbe Rusty Frog. Auch in der großen Größe hier hat er den ersten und kleinsten Zander gebracht mit knapp 50 cm. Das gleiche Modell in Appleseed, in einer Nummer kleiner, hat dann den 60er Zander gebracht. Und der Stinchad hier, auch in einer großen Größe hier, ich denke mal, der hat auch 14 cm, der hat jetzt eben den 72er Zander gebracht. Mehr sollte an dieser Stelle aber nicht gehen, darum wechselte ich wieder einmal das Revier und diesmal ging es in einen Buhnenbereich. Endlich da. Selektives Fischen an bekannten Plätzen ist nicht nur erfolgreich, um Fische zu fangen, sondern ist auch gut für die schlanke Linie. Also man macht gleich ein bisschen Sport. Guter Nebeneffekt, kann ich nur weiterempfehlen. Ich möchte jetzt mal ein kleines Fazit ziehen. Also wenn ihr euch auch mal auf die Suche machen wollt, wieder die Fische zu fangen, wenn ihr lange nicht los wart und selektiv ein Gewässer befischt, wie ich das heute gemacht habe hier mit der Hamburger Elbe, habt ihr schön gesehen, ich war eigentlich in vier verschiedenen Gewässerstrukturen unterwegs. Wobei eine einzige Gewässerstruktur eigentlich nur herausragend war. Das war in meinem Fall eben halt der Hauptstrom. Da standen die Fische. Da hat man auch fangen können. Ich habe drei schöne Zander gefangen. Alle waren sie maßig. Auch ein schöner 72er ist natürlich auch immer toll. Ich weiß außerdem, dass die Fische auf so semi schnelle Aktionen oder ganz kleine, hochfrequente Aktionen standen, so wie hier mit den kleinen Tiddler Fast hier zum Beispiel oder eben halt mit einem Longhorn Shad oder mit einem Stinchad. Das waren heute die Köder der Wahl, also das wollten die Fische haben. Im Gegensatz zu No-Action Shads, egal ob am Dropshot angeboten oder auch an der geworfenen Jig-Route. Wenn ihr auch solch ein Gewässer auch mal so selektiv abfischt, und ihr wollt ein noch genaueres Ergebnis haben, dann ist es am besten, wenn ihr noch mit einem Kollegen das zusammen macht. Wenn einer eine Gewässerstruktur abfischt mit mehreren Bereichen und der andere mit noch anderen unterschiedlichen Bereichen, dann am Ende des Abends weiß man ganz genau Bescheid, wo die Fische stehen. Das geht genauso gut an ein Stillwasser wie auch hier an so einem Flusssystem. Also bis dahin erstmal alles Gute und bis bald.